Familienfoto, alle lächeln in 3, 2, 1. Guten Morgen, meine lieben Viertklässler. Guten Morgen. Also, ich muss heute etwas Wichtiges mit euch besprechen. Und zwar gibt es ja auf unserer Schule sowas wie eine Patenaktion. Das heißt, jeder Viertklässler hat einen Paten. Also ein Erstklässler als Paten. Und das ist dann euer Patenkind, ein Erstklässler. Und dem müsst ihr dann zum Beispiel alles zeigen und was er so gemacht hat. So, ich habe es hier jetzt mal aufgeschrieben für euch. Ihr bekommt alle einen Paten. Okay. Und ich denke, ihr werdet euch alle sehr, sehr gut um euer Patenkind kümmern. Und ja. Und was machen wir jetzt genau mit dem Patenkind? Das würde mich nämlich mal interessieren. Gut, dass du fragst, Nele. Du zeigst ihm die Schule. Wenn er was Fragen hat, kann es zu dir kommen. Du kannst mit ihm spielen und so. Oh. Aber ihr hattet ja auch alle Paten. Erinnert euch daran nicht mehr? Echt? Daran erinnere ich mich ja gar nicht mehr. Obwohl... Doch, irgendwie schon so ein bisschen. Hallo, Chloe. Wollen wir was spielen? Ich habe etwas Angst. Komm, ich zeig dir alles. Dann können wir zusammen viel Spaß haben. Okay, Johanna. Was ist los? Du siehst so traurig aus. Ich kann mich hier doch gar nicht aus. Ich zeig dir doch alles. Komm mit. Okay. Guck mal, das hier ist die Cafeteria. Wir können uns beide ein Tablett nehmen und dann können wir hier was Leckeres essen zum Mittagessen. Oh, das sieht aber alles sehr lecker aus, Johanna. Ja, ich weiß, Chloe, das ist auch alles voll lecker. Ich möchte Nudeln. Okay, dann nimm Nudeln. Ich möchte, glaube ich, Fleischbällchen. Die sehen echt lecker aus. Ich möchte noch Schwimms zu meinen Nudeln. Coole Idee. Und dann nehme ich noch Reis zu meinen Fleischbällchen. Das wird bestimmt mega gut schmecken. Möchtest du noch Gemüse? Ich nehme etwas Salat. Und Gurke. Und du? Ich möchte Möhren. Okay, dann nimm Möhren. Möchtest du noch was? Nee, das ist alles. Okay, dann los. Lass uns zum Getränkautomat gehen. Gibt es hier auch Getränke? Na klar, gibt es hier auch Getränke, Chloe. Oh. Was möchtest du trinken? Und du? Hier sind aber viele Sachen. Ja, du kannst Milch trinken oder Erdbeersaft oder Wasser. Oh, lecker. Ja, das ist auch alles sehr lecker, Chloe. Also ich möchte, glaube ich, Erdbeersaft trinken. Und du? Was möchtest du haben? Willst du auch Erdbeersaft oder möchtest du Wasser oder willst du Milch? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Milch. Milch mag ich. Okay, dann lass uns hinsetzen und dann können wir lecker essen. Danke, Johanna. Du bist so nett. Danke, Chloe. Du wirst bestimmt auch mal eine tolle Patin werden. Oh, guten Appetit, Chloe. Guten Appetit, Johanna. Thank you.
fertig mit Essen, Johanna. Okay, super, jetzt musst du dein Tablett hierher abräumen. Guck, da musst du es hintun und dann spült das die Leute, die hier arbeiten in der Schule. Okay, wollen wir jetzt rausgehen? Die Pause ist noch nicht zu Ende. Oh, wow, hier ist es ja aber schön. Ja, oder? Schau, guck mal, hier können Hüpfekästchen spielen. Wie geht das? Ich zeig's dir. Du hast hier einen Stein, den wirfst du. Okay, ich habe ihn dahin geworfen. Jetzt muss ich springen, aber die eine Stelle auslassen. So, jetzt habe ich alle Schwellen berührt, nur die mit dem Stein nicht. Jetzt muss ich zurückspringen. Und wenn ich dann hier bin, muss ich den Stein nehmen, darf die Stelle natürlich nicht berühren und zurückspringen. Jetzt kannst du den Stein werfen, Chloe. Oh, hierhin. Muss ich einen großen Sprung machen. Super, Chloe. Immer schön springen. Oh, hoi. Jetzt den Stein nehmen und darüber springen, denn ich darf das Feld nicht berühren. Hopp. Sehr gut, Chloe. Du hast es geschafft. Das macht so viel Spaß. Ja, das glaube ich dir. Du bist so lieb, Johanna. Danke, Chloe. Also, wer erinnert sich denn noch an seinen Paten? Bestimmt ihr alle, ja. Also, auf jeden Fall werdet ihr alle einen bekommen. Morgen stelle ich sie euch vor. Du, Chloe? Hm? Erinnerst du dich noch an deine Patin? Ich nämlich gar nicht. Ja, irgendwie schon. Ich meine, sie hieß Johanna. Und war sie nett? Ja, ich glaube ziemlich nett, so wie ich sie in Erinnerung habe. Schön, das freut mich. Ich glaube, meine war auch nett, aber ich erinnere mich leider gar nicht mehr. Ach komm, nee, Leute, du erinnerst dich bestimmt bald wieder dran. Okay, bitte hört auf zu reden, Chloe und Nele. Also, es sind ja ein paar Kinder in der Klasse, 6 um genau zu sein, und sie heißen Oliver, Sven, Joel, Natascha, Abby und Annalena. Ja, also das sind die Namen und ihr kriegt alle einen zugeteilt. Oh, haben Sie gerade Abby gesagt, aus der ersten Klasse? Heißt sie zufällig majestätisch mit Nachnamen? Ja, richtig, Chloe. Kennst du sie etwa? Ja, etwas. Na gut, dann können wir mal gucken, ob du sie als Partnerin bekommst. Hm? Oh nein, bitte nicht. Ja, das wäre eine tolle Idee. Wirklich super. Prima. Dann bis morgen. Haben wir jetzt schon Schule aus? Nein, aber ihr habt jetzt einen anderen Lehrer, der mit euch Kunst macht. Aha. Okay. Wir sehen uns dann morgen bei der Patenzuteilung. Hm. Oh, es hat geklingelt. Das ist bestimmt Chloe. Ja, hey Chloe, wie war die Schule? Doof. Was ist denn los? Warum siehst du denn so traurig aus? Wir haben so eine blöde Patenaktion. An eurer Schule? Ja. Ist doch toll. Ich erinnere mich noch ganz genau an Johanna. Die war echt nett. Ich find's gar nicht toll. Warum? Chloe. Vielleicht kriege ich Abby majestätisch als Patin. Das wäre voll doof. Ich mag Abby oder keinen majestätisch mag ich nicht. Ach, Chloe. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass du sie kriegst. Nein, mein Lehrer hat auch gesagt, dass es sein kann, dass ich sie kriege. Weil ich sie kenne. Und er probiert das jetzt. Ach, Chloe, und selbst wenn du sie kriegst, ist doch auch nicht schlimm. Abby ist nämlich eigentlich die Netteste mit Abstand von den Majestätischs. Hm? Das wird schon. Naja, sie ist wirklich die Netteste der Majestätischs. Und sie ist Jakobs beste Freundin. Also, so schlimm wird sie schon nicht sein. Ist sie auch nicht. Ja, schon möglich. Ich will sie trotzdem nicht als Patin haben. Das wäre voll doof. Ach komm, das wird doch schön. Am nächsten Morgen in der Schule, wo schon die Patenaktion, vorbereitet wurde. Chloe ist gespannt, wen sie als Patin bekommen wird. Okay, liebe Kinder. Also, wir gehen jetzt alle in die Turnhalle. Da kommt dann auch die andere Lehrerin, also die Frau Braun, mit ihrer Klasse. Und dann werdet ihr gleich erfahren, welchen Patin ihr bekommt. Okay, dann gehen wir mal alle los. Hallo, also hier ist die 4. und da ist die 1. Klasse. Genau, und jetzt werden wir sagen, welcher Viertklässler welchen Erstklässler als Paten bekommt. Genau, fangen wir mal an. Also Nico, du hast Oliver. Oh, hallo Nico. Hallo Oliver. Ich freue mich schon, Streiche zu machen in meiner Klasse.
Oh, da bist du bei mir genau richtig. Oh je. Okay, Anna? Mhm? Du hast den lieben Sven. Oh, hallo Sven. Hi, Anna. Freut mich, dich kennenzulernen. Okay, als nächstes haben wir Bennett. Bennett, du bekommst Natascha. Hi. Also ich freue mich schon, mit die Quadratwurzeln hier zu lernen, dieser Schule. Okay, schön zu wissen. Okay, also, dann haben wir als nächstes Luke. Ja? Luke, komm nach vorne. Aha. Du kriegst den Joel. Oh, cool. Hey, Luke. Hey, Joel. Das wird bestimmt lustig. Ja, ich kann dir die Schule zeigen. Okay, dann haben wir als nächstes Chloe. Aha. Chloe, du bekommst... Aha. Annalena. Hi, Chloe. Hey, Annalena, ich bin Chloe. Das heißt, Nele, du bekommst Abby. Okay? Okay. Hey, Abby, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ja, ich dich ja auch. Das ist bestimmt lustig mit dir, Nele. Ja. Okay, dann habt ihr jetzt alle eure Paten zugeteilt bekommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle einigermaßen zufrieden. Und ja, wir machen auch als nächsten so Aktionen mit den Paten, dass wir zum Beispiel in die Bücherei gehen und so. Und ach, ich bin so froh, dass ich dich jetzt Pate bekommen habe, Annalena. Ich freue mich auch, so eine wie dich zu haben, Chloe. Und ich freue mich schon, mit dir zu spielen und zu malen. Und ich werde dich immer beobachten und, ja, immerhin besser als Abby majestätisch. Oder? Ja, ganz bestimmt ist sie das, auch wenn sie extrem viel Energie hat. War ich als Erstklässlerin auch so? Nie im Leben. Ich will euch nie im Leben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.